imposant, gell? Das ist der mächtigste Wasserfall in ganz Mitteleuropa. Hier und in der Gegend rund um den Bodensee ist seit der Römerzeit ein riesiges Zentrum von Wissen und Macht entstanden. Die beiden Mönche Columban und Gallus und später Ordensfrauen und Klöster haben die Gegend geprägt. Und bis heute leben hier Frauen und Männer, die anderen Menschen mit ihren Heilkräften helfen. Und die gehen wir jetzt besuchen. Laufen, schauen, hören. Zuhören. Wer zu Fuß unterwegs ist, lernt Leute kennen, taucht ein in die Natur und kann auch etwas darüber erfahren, was vor uns da war, was uns und die Landschaft bis heute prägt. Das Mal sind die spirituellen Wege auch eine Spurensuche in meiner Heimat, in der Ostschweiz. In der ersten Folge laufen wir am Rhein auf Konstanz, gegen den Strom. Das bedeutet Grenzerfahrungen sammeln. Wer am rechten Ufer vom Fluss nach zum Bodensee wandert, überquert fünfmal die Grenze Schweiz-Deutschland. Das zeigt, wie wichtig der Zugang zum Wasser ist. Früher, wo es noch keine Strassen gab, ist der ganze Verkehr übers Wasser gelaufen. Über den Rhein und seine Nebenflüsse und über den Bodensee. Auch die Mönche, die in dieser Gegend das Christentum verkündet haben, sind auf diesen Wasserweg gekommen. So, schauen wir uns das gerade mal auf der Karte an, wo wir hier unterwegs sind. Unsere erste Station ist Diessenhofen. Nachher geht es weiter am Rhein auf Stein am Rhein. Und machen den Abstecher auf Frauenfeld. Und landen am Schluss in Konstanz am Bodensee. Kurz vor Diessenhofen mache ich Halt in St. Katharinental, wo ab dem 13. Jahrhundert Klosterfrauen gewirkt haben. Heute ist es ein Alters- und Pflegeheim. Die barocke Kirche aber, die gibt es noch. Und da habe ich mit der Komponistin Helena Winkelmann abgemacht. Helena Winkelmann, was verbindet Sie mit diesem Ort hier? Der Ort ist mir sehr, sehr nah, weil ich die ersten zwei Jahre von meinem Leben in Diessenhofen verbracht habe, der nur ein paar hundert Meter weiter oben ist. Ich habe in dieser Kirche meine ersten Solokonzerte gespielt. Und der Raum hat mir immer sehr viel bedeutet. Also, wenn ich da bin, habe ich das Gefühl, ich komme heim. Das ist auch der Ort, wo ich mal meine alten Tage verbringen möchte. Und ich finde einfach hier gerade die Natur am Rhein ist unvergleichlich. Ich bin viel auf der Welt herumgekommen, aber so etwas Schönes wie da gibt es für mich kaum jemals wieder. Sie sind Musikerin und Komponistin. Als Musikerin spielen Sie, als Komponistin gehen Sie vor. Was machen Sie lieber? Das ist eine sehr schwere Frage. Also, ich mache beides gleich gern. Das Spielen hilft mir, besser zu schreiben. Und das Schreiben hilft mir, besser zu spielen. Ich habe lange das für mich selber so gesagt, okay, um wirklich ein guter Spieler zu werden, habe ich anfangen zu komponieren, um wirklich zu verstehen, was ich spiele. Und jetzt, nachdem ich so lange schreibe, habe ich gemerkt, dass ich eigentlich philosophisch und auch vielleicht im Sinne der Religion, wo für sich auch im Leben ich mich mehr verstehe und habe sehr viel investiert auf dem Gebiet, um besser zu schreiben. Also das geht alles ineinander über. Das gibt sich die Hand. Mhm. Ja. Die unglaublich starke Natur, die Kraft vom Wasser, spielt die eine Rolle, wenn Sie komponieren, wenn Sie Musik machen? Ich denke, wir leben in einer Zeit, wo eigentlich zum ersten Mal vielleicht für Künstler und umgesetzt auch Musiker Natur nicht mehr das Anfang und Ende von allem ist. Also die Künstler haben ja über Jahrhunderte weg immer die Natur zum Vorbild gehabt. Und ich rede jetzt eigentlich nicht von einer direkten Abbildung, sondern ich rede eigentlich davon, dass man, wenn man sich mit der unglaublichen Kraft, die in der Natur drin ist, möchte verbinden künstlerisch, dass man mit einer grossen Hochachtung und Offenheit zuerst mal begegnen muss. Und wir sind alle unterdessen ein bisschen weg von der Natur. Wir haben das Leben berechenbarer gemacht mit sehr viel Technik und allem.
Und für mich ist die Natur immer noch sehr wichtig. Und ich habe das Gefühl, ich habe viele Sachen, die ich sage, in der Komposition direkt aus dem Fluss rausziehen. Zum Beispiel die Art, wie der verläuft, ganz ruhig, ohne Unterlass. Und dass man gleichzeitig spürt, was sein Anfang und sein Ende, und es ist immer anders Wasser. Und gleichzeitig gibt es die Verbindung von der Quelle bis zum Strom, wo man trotzdem irgendwo einen Blick hat. Das ist sehr inspirierend für mich. Ja. Spiritualität, was ist das für Sie? Es war für mich immer sehr, sehr essentiell gewesen. Vielleicht das Einzige, was mir fast noch mehr ein Anliegen ist, wie die Musik. Und die Musik ist so gigantisch, also das sagt viel. Ich bin eigentlich nicht getauft. Meine Eltern haben mir gesagt, du musst selber dich befassen und entscheiden in deinem Leben. Und das ist eine so schwere Entscheidung. Ich konnte die bis heute nicht als Entweder-Oder fällen. Es ist einfach für mich die grosse Frage, ich glaube für viele Leute von meiner Generation und auch der vorhergehenden Generation, dass wir mit dem Glauben an sich vielleicht in dem Sinne Schwierigkeiten haben, dass wir es mehr möchten erfahren. Wir suchen die direkte Erfahrung. Und es gibt ein wunderschönes Interview mit dem alten C.G. Jung, wo er in seinem Haus am Zürichsee redet und wir fragt ihn, ob er an Gott glaube. Und dann lächelt er auf seine alte weise Art und sagt, er glaube nicht, er wüsse. Und das ist, ich denke, auch für Musiker, wir sind praktische Philosophen. Wenn wir nicht wissen, dann kommt das nicht, wenn wir spielen. Musik hat für Sie, das spürt man, eine unglaubliche Kraft. Ist es letztlich Musik, die Ihre Spiritualität ist? Ich denke, am Ende kommt es wahrscheinlich auf das raus, ja. Ich denke aber nicht, dass ich alles nur aus der Musik allein hätte rausziehen können. Also ich bin schon froh um die ganzen umliegenden Dörfer, die aber die Musik sehr bereichert. Das ist, sagen wir, Musik ist wie mein Flussbett und es gibt sehr viele Zuläufe auf der Seite. Wir haben das Leben mit viel Technik berechenbar gemacht, sagt Helena Winkelmann. Darum ist es umso wichtiger, auch die Natur zu spüren, ihre Kraft und von der Natur zu lernen. Mein Weg führt weiter gegen den Strom auf der Via Renana auf Stein am Rhein. Das Städtchen sieht immer noch fast aus wie im Mittelalter. Darum hat man hier auch Filmszenen für den Spielfilm über den Reformator Ulrich Zwingli gedreht. Mich interessiert jetzt aber noch etwas anderes. Guten Tag, Fadalcero. Guten Tag. Hallo. Hallo. Idyllisch da. Ja. Und ja. Der Heilige Georg ist ja überall präsent, oder? Genau, sogar auf der Toilettdeckel. Ja. Seit dem 11. Jahrhundert gibt es hier einen Klostergarten. Fadalcero, was macht eine Ethnobotanikerin? Oh, verschiedenes. Das ist ein grosses Forschungsgebiet. Heutzutage eigentlich. Ich bin hier im Garten zuständig für die Pflanzenauswahl im Kräutergarten, weil mein Forschungsgebiet ist die Geschichte der Arzneipflanzennutzung in Mitteleuropa. Und ja, es war wichtig, dass man da ein bisschen wirklich historisch auch beleidigte Sachen dokumentiert. Und wie wir hier gerade so vorbeikommen, ist vielleicht gerade der erste, der Münchspfeffer, der schon am Namen noch eine ganz spannende Pflanze ist. Nach den schriftlichen Überlieferungen in den Klöstern eingesetzt worden sind, um die Libido der Mönche zu dämpfen, dass sie das Keuschheitsgebot besser einhalten konnten. Heute ist es aber eine Frauenheilpflanze. Also hat einen spannenden Wandel durchgemacht. Ja. Genau, und wie so viele von diesen Heilpflanzen kommt er auch aus dem Mittelmeergebiet. Und ich denke, wir können vielleicht hier gerade zum Beifuß, zum römischen Beifuß über. Jetzt noch eine Artischocke. Artischocke, genau. Hey, schau mal. Herrlich. Auch eine der wichtigen Bitterpflanzen. Der silbrige hier. Der silbrige, der römische Beifuß. Eben wie es der Name sagt, kommt ursprünglich so aus der Region Mittelmeerraum. Mittelmeerraum von Rom. Und wenn man hier ein Blättchen pflückt und reinbeisst, dann merken Sie gerade, warum das. Eben reinbeissen. Einfach mutig reinbeissen, kosten und schauen. Nachher etwas von Salbei. Mhm.
Und das ist genau die spannende Kombination, eigentlich die Bitterstoff und ätherische Öl, also das aromatische. Weil die haben sehr breite Wirkung auf den menschlichen Körper, die bei sehr vielen Beschwerden sinnvoll sind. Mhm. Was macht man da draus? Einen Tee, oder? Mhm. Kann man Tee machen draus, Tinkturen. Mhm. Allerdings in der frühen Klostermedizinzeit hat man das Destillieren von hochprozentigem Schnaps noch nicht gekannt. Da hat man sehr viel in Wein eingelegt. Jetzt habe ich römisch gehört, oder? Genau. Also Mittelmeerraum, wie kommen denn die Pflanzen dran? Dank der Klöster. Das ist, also, die Römer haben schon einige Pflanzen mitgebracht, aber wirklich viel von denen, was man heute als Küchengewürz kennt oder als Arzneipflanzen aus dem Mittelmeergebiet, sind eben mit den Klostergründungen nach Mitteleuropa gekommen, wo man innerhalb der Klostermauern ein spezielles Biotop konnte schaffen, also mit ein wärmeres Klima, und kann da gut Mittelmeerpflanzen auch überwintern, die sonst nicht wild vorkommen bei uns. Jetzt haben wir noch ganz eine andere Frage. Die Heilkunde heute. Mhm. Also eben, Sie haben jetzt immer von Heilen geredet. Mhm. Wie anerkannt ist das? Ist das esoterisch oder ist das heute in der Medizin angekommen? Die Phytotherapie ist ja eigentlich die Basis der Schulmedizin. Heute auch immer noch. Wie Phytotherapie heisst? Das wäre Pflanzenheilkunde. Ja. Also das Nutzen von Pflanzen als Rohstoff für Heilmittel, das ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit, dass man das schon immer gebraucht hat. Die älteren schriftlichen medizinischen Werke, die beziehen sich alle auf Pflanzen, weil das ist der Hauptrohstoff für die Heilmittelherstellung gewesen, seit der Antike. Also insofern ist es wirklich, also wir haben ja auch pharmakologische Wirkungen auf den Körper, also man spürt etwas, und man darf nicht vergessen, wir haben jetzt hier gekostet, aber es hat natürlich auch immer Giftpflanzen in Heilpflanzengärten, also solche, die man sehr fein dosieren muss. Das heisst, wir haben hier eigentlich die Wurzeln der Medizin? Genau, genau. Von der Pharmakotherapie, von der Arzneimitteltherapie ist das so die Wiege. Die Malve oder das Käslichrot, die Knospen der Färberkamille, der Lavendel und das Herzgespann, das auch Löwenschwanz heisst. Die Pflanzen und Heilkräuter sind nicht nur wunderschön, sie schmecken auch intensiv. Und auch das ist natürlich von der Natur so vorgesehen. Allein schon der Aufenthalt im Klostergarten ist eine Wohltat und wirkt beruhigend. Ich lasse jetzt den Rhein links liegen und wandere auf Frauenfeld, in die Hauptstadt des Kantons Thurgau. Frauenfeld ist prägt vom Militär. Es gibt auch ehemalige Waffenplätze, die heute Naturschutzgebiete sind. Hier in Frauenfeld hat Franz Anton Mesmer ein paar Jahre lang gelebt. Das war ein Arzt, Philosoph und Heiler. Ein ganz spezieller, und der hat mich schon immer interessiert, wo man jetzt einen Abstecher gemacht von meinem Weg am Rhein entlang, hier auf Frauenfeld. Der Mesmer hat mit Magnet gearbeitet, mit Hypnose, und mit seinen Heilkünsten hat er die Menschen an den Königshöfen in ganz Europa beeindruckt und auch verblüfft. Die Nicole Baumgartner ist eine Therapeutin hier in Frauenfeld, und sie kennt sich bei den Heilkünsten von Franz Anton Mesmer gut aus. Nicole Baumgartner, spielt der Franz Anton Mesmer hier in Frauenfeld noch eine Rolle heute? Leider ist er ein bisschen in Vergessenheit gegangen, okay, in Frauenfeld. Aber für uns Hypnosetherapeuten oder all die Therapeuten, die mit Hypnose arbeiten, für die hat er durchaus noch eine nicht unbeachtliche Wichtigkeit. Okay, was heisst das im Alltag? Im Alltag ist es so, dass wir natürlich mit den Erkenntnissen, die er aus seiner Arbeit mitgenommen hat, arbeiten. Mhm. Er hat ja so ein bisschen Vorreiterschaft zur Entdeckung des Somnambulismus. Der Somnambulismus ist ein bestimmtes Trance-Stadium, wo man besonders effektiv und effizient mit Hypnose arbeiten kann. Und da hat er einen grossen Anteil dazu beigetragen, dass man das entdeckt hat. Mhm.
Also da reden wir sicher noch mehr darüber, Trance und so. Mesmerismus gibt ja einen Begriff, der auf ihn zurückgeht. Genau. Was versteht man darunter? Ursprünglich hat der Mesmer mit Magnet geschafft, mit physischem Magnet. Also er hat ja zum Teil wirklich an seine Patienten hergehängt und hat mit der Wirkung von dieser Magnetkraft Menschen geheilt. Später kam er dann zur Erkenntnis, dass er mit seinem Körper in der Lage ist, das Magnetfeld aufzubauen. Und er hat die magnetische Wirkung dann über Hand auflegen oder über die sogenannten mesmerischen Streichungen, also Streichen von Kopf bis Fuß, hat er dann auf Patienten übertragen. So. Das hat er zuerst animalischen Magnetismus genannt, weil es nicht auf den physischen Magnet, sondern auf seinen Körper zurückzuführen war. Ja. Und wir kennen das heute als Mesmerismus. Der Franz Anton Mesmer hat ja vermutlich, ohne dass er es gewusst hat, mit Hypnose geschafft. Mhm. Er hat so Erwartungshaltungen aufbauen, dass die Leute wirklich in eine hypnotische Trance gegangen sind und hat ihnen so dann verholfen, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Er ist tatsächlich so etwas wie der Vater der Hypnose. Also eine Hypnotherapeutin. Jetzt haben viele Menschen so das Bild von einem Klienten, einer Klientin, die schwebt. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Was ist eigentlich mit Hypnose arbeiten? Das ist natürlich das gängige Beispiel, dass die Leute immer das Gefühl haben, sie seien sehr manipuliert oder sie seien willenlos in der Hypnose. Tatsächlich ist es aber so, dass Hypnose eigentlich nichts anderes ist wie ein veränderter Wachbewusstseinszustand. Also eben wach, man schläft nicht, man ist nicht willenlos, man ist nicht bewusstlos. Man muss sich das ein bisschen vorstellen wie ein Zustand von fokussierter Konzentration. Also ich habe die Augen geschlossen, ich stelle mir etwas vor und bin völlig in diesem Erleben drin. Und sonst wird dann halt ein bisschen unwichtiger und ausblendet. Jetzt habe ich aber den Unterschied zu einer Gesprächstherapie zum Beispiel noch nicht verstanden. Der Unterschied ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich mit jemandem ein Gespräch führe, respektive wenn ich in der Gesprächstherapie bin, dann arbeitet vor allem das Bewusstsein des Patienten oder des Klienten mit. Wir haben den grossen Vorteil, dass wir wie eine Etage tiefer gehen können ins Emotionszentrum, also an den Ort, wo das Unterbewusstsein ist. Und wir dort die emotionalen Verknüpfungen können bearbeiten. Okay, jetzt, ich habe das mal probiert, mit dem Kopf zu verstehen. Jetzt nehmen Sie von, gäbe es etwas, wo Sie mir zeigen könnten, wirklich, wie das unter Hypnose funktioniert. Lässt sich das sozusagen jetzt, können wir das hier machen? Ich würde sagen, wir machen das, ja. Oder? Auf jeden Fall. Das heisst, ich nehme dort Platz. Genau. Und Brille abziehen. Ich denke, es ist gut, wenn Sie die Brillen abziehen und sich da mal bequem machen. Ja. Mal da hinlegen. So, bitte schön. Aber eben, Hypnose ist nicht schlafen, gell? Hypnose hat überhaupt nichts mit Schlafen zu tun. Ich würde sagen, man schauen doch einfach mal, wie sich so ein leichter Trance-Zustand anfühlen tut. Ist das okay? Das wäre sehr gut, ja. Dann würde ich doch sagen, nehmen Sie mir einfach mal einen tiefen Atemzug. Ausatmen, die Augen geschlossen halten. Und ich möchte, dass Sie sich einen Moment lang jetzt nur auf die kleinen, feinen Muskeln in und um Ihre Augen und Augenlider konzentrieren. Einfach nur auf die kleinen, feinen Muskeln konzentrieren und die Muskeln entspannen. Und wenn Sie wissen, dass die Muskeln in und um Ihre Augen und Augenlider jetzt so tief entspannt sind, wie es gerade in dem Moment möglich ist, dann lassen Sie mich das einfach wissen, indem Sie die Augenbrauen ein bisschen anheben tun. Sehr gut. Sie hören auf und schicken Sie jetzt die Entspannung, die Sie jetzt in Ihren Augen haben, wie eine Welle durch den ganzen Körper. Vom Kopf über den Körper bis in die Zehenspitze.
Das ist eine spannende Erfahrung, jetzt die Hypnose. Mich hat das an meine eigene Meditationspraxis erinnert. Im Jetzt da sein, mich auf den Atem konzentrieren, das andere loslassen. Es zählt im Leben das Jetzt hier. Zum Beispiel so einem wundervollen Wald oder auch beim Wandern. Wer in dieser Gegend unterwegs ist, sammelt Grenzerfahrungen. Ganz konkret, weil man ständig den Kanton wechselt und in der Bodenseegegend aus Land. An einem abgelegenen Ort komme ich zu einem jüdischen Friedhof. Es gibt mehrere jüdische Friedhöfe auf der Höri. Das ist eine Halbinsel am Bodensee, ein Katzensprung von der Schweizer Grenze entfernt. Da war es Juden erlaubt, Boden zu besitzen, in der Schweiz nicht. Darum haben viele in Deutschland gewohnt und in der Schweiz gearbeitet. Bis zu der Zeit des Nationalsozialismus. 1938 ist der Friedhof verwüstet und die Synagoge hier in Wangen am Bodensee zerstört worden. Wer es nicht geschafft hat, zu flüchten, ist verschleppt, deportiert oder umgebracht worden. Mal klingeln. Oi, oi, oi. Hallo. Ja, hallo. Eckhard? Yes. Norbert. Ich bin der Ecki, genau. Wir Vergnügen heute. Also ich bin ja in St. Gallen aufgewachsen, aber für mich war jetzt das hier nochmal eine Entdeckung. So diesem Bodensee, dem Rhein und jetzt hier am Bodensee entlang, so unglaublich schön. Das war schon immer eine spezielle Region, nicht nur durch die Klöster geprägt, sondern nachher eben auch durch Kultur, insbesondere durch bildende Künste. Wir haben das Otto-Dix-Haus, wir haben einen Heckel, wir haben so viele Beispiele. Ich bin jetzt gerade hier oben beim jüdischen Friedhof noch vorbeigekommen. Ja. Und es soll hier eine lange Tradition gegeben haben. Eine sehr schöne Geschichte, eine Geschichte über Integration und über Zusammenleben in einem Dorf. Die Juden haben damals mit den Wangenern zusammen, ja teilweise sogar unter einem Dach gelebt. Es gab hier eine Synagoge, es gab hier eine entsprechend auch jüdische Kultur. Und bis dann halt der Nationalsozialismus diese Kultur komplett natürlich zerstört hat. Aber 300 Jahre ein Zusammenleben, das sieht man auch heute noch anhand von Architektur und anderen Dingen. Ich habe noch ein Grab gesehen des letzten Juden, eines Arztes, der hier bestattet ist. Lebt diese Geschichte noch in der Erinnerung hier weiter oder ist das einfach... Unbedingt. Der Sohn dieses Arztes von Nathan Wolf, der Gerd Wolf, jetzt heute auch über 90 Jahre alt, lebt noch hier an der Hauptstraße. Also die direkten Nachkommen, auch dem seine Kinder sind hier noch verwurzelt, auch wenn sie jetzt nicht eine jüdische Religion zelebrieren. Trotzdem erzählen sie noch, also insbesondere der Gerd Wolf kann erzählen, wie eben sein Vater hier auf dem Schiff noch gewunken hat, als er emigriert ist in die Schweiz, der dann nach dem Krieg auch zurückkam und der erste Bürgermeister hier dann wurde. Nach dem Krieg der erste Bürgermeister. Und von dem her ist die Familie hier noch allgegenwärtig und damit eben auch die Geschichte. Wir gehen auf eine andere Geschichte zu, Konstanz. Auf geht's. Yeah. Gehen wir los. Dann gehen wir los. Legen wir ab. Der Eckhard Flötemeier und sein Boot kann man mieten. Das ist praktisch. So kann ich Kilometer bolzen. Die Gegend ist so reich an Geschichte und Geschichten, dass wir das meiste links und rechts liegen lassen. Mein Weg führt, wie so viele Wege im Mittelalter, ins Zentrum der Macht, auf Konstanz.
Jetzt gibst du aber Gas! Wenn man unter dieser Brücke durchfährt, ist man schon fast im Hafen von Konstanz, der grössten Stadt am Bodensee. Und im Mittelalter das Zentrum des grössten Bistums nördlich der Alpen. Hier auf Konstanz kommen ja viele Zürcher shoppen. Es hat aber auch eine sehr schöne Altstadt. Das ist eher außergewöhnlich für eine deutsche Stadt. Konstanz ist im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört worden, weil es eben so nah bei der Schweiz liegt. Hier hat auch ein Konzil stattgefunden, sogar mit einer Papstwahl. Der Autor und Filmemacher Luc Gasser hat einen Dokumentarfilm über das Konzil von Konstanz gedreht. Ihn kenne ich sehr gut, weil wir sind in Zahne, in Obwalden, zusammen ins Gymi. Hey, Luc! Norbert, der Eroberer! Das klappt ja wie am Schnürli. Hey, hey! Hey! Ja. Bist du weg? Hey. Gut. Ja, du ja. Schön. Ja, sehr gut. Und Konstanz? Ja, ich bin schon lange nicht mehr da gewesen. Gute Heimfahrt. Eckhardt. Es ist ja ein paar Jahre her, dass ich da, hier war. Ja. Aber ich habe es wieder erkannt. Im 15. Jahrhundert hat es in Europa 3 Päpste gegeben. Und jeder ist von verschiedenen Herrschern unterstützt worden. Ein unmöglicher Zustand. Darum hat der römisch-deutsche König Sigismund die Streithähne auf Konstanz eingeladen. Die Sitzungen dieser Kirchenversammlung haben sich über 4 Jahre erstreckt. Schau, ein Film über das Konzil von Konstanz. Was hat dich an diesem Stoff interessiert? Wo hast du Blut geleckt für diesen Stoff? Also, es war erstens in einer ganz, ganz spannenden Zeit. Also, es war eine riesige Umbruchszeit, politisch, religiös, kulturell in ganz Europa. Das ist das eine. Und das andere ist, das ist der grösste Kongress, den es, glaube ich, je im Mittelalter gab. Also die grösste Zusammenkunft von Entscheidungsträgern, von Influencers, wenn man so modern sagen wollen. Und die haben sich alle in dieser Kleinstadt getroffen. Und die Impulse, die aus dem heraus entstanden sind, die sind gewaltig gewesen. Also für Kunst, das ist das erste Mal, dass man eben zum Beispiel Musik von England ist auf Italien so importiert wurde, weil die natürlich neben Rahmenveranstaltungen hatten. Dante ist auf England gekommen, wo man davor gar nicht so kennt hat. Also es ist ein riesiger Austausch gewesen. Es ist aber nicht nur religiös oder kirchlich interessant, das ist auch politisch und auch kulturell ein interessanter Anlass gewesen. Ich habe einen Ausschnitt mitgenommen, um dir nochmal das ein bisschen vor Augen zu führen, was du da inszeniert hast. Mhm. Da ist der Einzug, oder? Jawohl. Zum Konzil. Da sehen wir gerade den Eingang. Ja. Da merkt man den Aufmarsch von Leuten. Wie hast du es ganz praktisch gemacht? Also all die Gewänder. Hast du allen Bischöfen in der Schweiz angerufen, ich brauche eure Gewänder. Wie hast du es rein praktisch also das gemacht? Das war wirklich ein Problem. Also eure Kostümverleih und Theater und alles. Also Bischöfe und Kardinäle sind also nicht so wahnsinnig häufig. Ja, das denke ich. Also wir haben das ich habe mir etwas überlegen und die Gewänder herzustellen, das wäre doch sehr aufwendig. Dann ist mir aber Zeit gekommen. In der Zentralschweiz sind Zamigleis Bischof, oder? Weil der St. Nikolaus ist ein Bischof gsi. Habe ich gedacht, sind alles zusammen Zamigleis gsi, wo ich von Obwalden vor allem, wo nicht Walden, und die haben so grosszügigerweise die Gewänder zur Verfügung gestellt und die sind noch wahnsinnig schön gemacht. Ja. Also das habe ich ja keine Verantwortung, ich habe geschaut, wie das aussieht. Und das sind im Prinzip mittelalterliche Bischofsgewänder und das hat wunderbar funktioniert. Und die Wirkung des Konzils, wie schätzt du die ein? Was hat es bewirkt?
Also das primäre Ziel, das hat es erreicht. Also die Zustände von drei Päpsten, das ist beendet worden. Man hat die abgesetzt und einen neuen gewählt, Papst Martin V. Mhm. Sonst, ja, würde ich sagen, ist vieles nicht erreicht worden. Man wollte ja ein bisschen eine Reform machen, auch die Macht der Päpste ein bisschen brechen. Das ist eigentlich überhaupt nicht gelungen. Und es ist eigentlich nur fast schlimmer geworden. Oder? Als es Richtung Renaissance ging, sind die Päpste immer selbstherrlicher geworden. Das waren Fürsten eigentlich. Und das ist eigentlich ja, bis 19. Jahrhundert Unfehlbarkeit. Genau. Du hast ja noch recht inszeniert, oder? Das ist noch eine Unterhaltungsindustrie mit dem Konzil verbunden gewesen. Das hat ja richtig Spass gemacht. Oder? Ja, natürlich. Also, Mittelalter, die Gürgestellten haben sich schon gewiss zu unterhalten. Und es war ja klar, dass es auch nicht immer Kongress gab und Sitzungen. Das sind Entourage von Leuten, oder? Das sind eben Rechtsanwälte und Schreiber und Gelehrte. Und das sind jetzt nicht nur Geistliche da gewesen. Das war einfach eine riesige UNO-Vollversammlung gewesen. Und dort hat es ein Rahmenprogramm gebraucht. Und das hat Empfänge und Bankett und Fest und Zeug und alles gegeben. Aber es gab natürlich auch viel Prostitution. Also, es gibt verschiedene Zahlen, also 700 aufwärts, die extra wegen dem Konzil hergekommen sind. Wobei man natürlich muss sagen, dass im Mittelalter die Prostitution an anderen Stellen war. Das ist jetzt nicht das Verruchte und Sinnhafte und Skandal. Das war viel selbstverständlich, dass man wahrscheinlich auch in klerikalen Kreisen sich da ein bisschen hat verwenden. Aber eben, das Konzil hat die Spaltung in der römischen Kirche überwunden und Spuren hinterlassen. Bis heute. Die Imperia ist 9 Meter hoch, eine Kurtisane oder Edelprostituierte, würde man heute sagen. Die beiden Männer, die sie trägt, sind winzig klein und nackt. Eine Satire auf das Konzil vom Bildhauer Peter Lenk. Und heute ein Wahrzeichen von Konstanz. In dieser Gegend sind auch zwei Mönche unterwegs im 7. Jahrhundert. Der Columban und der Gallus haben ein Christentum in die Gegend gebracht. Was haben die für welche Art von Christentum gebracht? Das war schon ein bisschen anderes Christentum als das, was jetzt von Rom hochgekommen ist in dieser Zeit. Weil Irland hat sich am äußersten westlichsten Zipfel von Europa ganz anders entwickelt. Und es ist ganz viel aus dem keltisch-druidischen heraus entstanden. Es ist auch nie das Druidentum abgewirkt worden, sondern es war ein ganz fließender Übergang gewesen. Die Mönche sind in Gruppen gekommen. Also der Gallus, der Columban, hat 12 Leute um sich geschart. Und das muss ganz eine frische Truppe gewesen sein, die aufgefallen ist. Also das waren nicht Mönche mit Tonsur, wie man sich das vorstellt, sondern die haben eher an Druiden gemahnt. Also vorne kahl, hinten lange Haare, tätowiert wahrscheinlich. Einfach, die sind aus dem keltischen Raum gekommen und haben eine ganz andere Art von Spiritualität gebracht, die Leute offenbar sehr abgeholt hat und wo irgendwie etwas in der Lage haben. Und das Christentum ist zwar hier schon rudimentär, zaghaft da gewesen, aber es war schon fast wieder ein bisschen am Verwachsen gewesen. Und ich glaube, mit dieser irischen Revolution ist dort wirklich ein Schub passiert, wo uns bis heute beeinflusst hat. Luke, merci. Schön, dass du da bist, Konstanz. In der nächsten Folge unseres spirituellen Werks sind wir unterwegs auf den Spuren vom Gallus, von hier vom Bodensee, auf bis auf St. Gallen, in meine Heimatstadt.